Ja, servus Leute, willkommen zu so einem kleinen Unpacking. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Es hat hier auf dem Kanal schon mal ein Unpacking, das unter anderem irgendwie gegeben. Aber so eigentlich wie jetzt ist eigentlich irgendwie noch nicht. Schöne Grüße gehen raus an Dennis. Ich glaube, Dennis wird dein Name ausgesprochen. Ist ein Zuschauer von mir und der hat mir tatsächlich was geschickt. Ist eine absolute Premiere, denn ich habe bisher noch keine. Fanpost ist da. keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass ein Zuschauer mir was geschickt hat. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Außer hier das hier. Und ich weiß ehrlich gesagt, bin ich nicht sicher, ob das auch wirklich dazugehört. Nur, ich meine, ich habe ich habe es bestellt, also ich denke mal, das gehört zu diesem angekündigten Dingens dazu. Und zwar ist da Card Coaster. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind sowas wie Bierdeckel mit. Keine Ahnung, was das eigentlich ist. First to the Edge Card Coaster. Getränkeuntersätze, ja, mit irgendwelchen Bildern drauf. die sind mir überhaupt nicht kein Begriff, aber die sehen irgendwie cool aus und sind halt echt schön. Und so ein Getränkeuntersetzer kann man immer brauchen, mal wenn man Gäste hat. Deswegen Dennis, falls die von dir sind, danke, echt, kann man immer brauchen. So, und jetzt mache ich mal dieses Paket hier auf. Ich bin echt mal gespannt, was da drin ist. Ich habe echt keine Ahnung und mal schauen. Wow. So ein großes Paket. Was drin ist, ist nicht ganz so groß. Das ist das hier. Dann packen wir das doch mal aus. Das gehört es irgendwie zusammen? Kann das sein? Ups. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, Card Coaster. Ach Gott, das ist, jetzt sehe ich es, das ist von Ready Player One. Ah, cool. Yeah, jetzt. Ready Player One, das sollte jedem ein Begriff sein. Wahnsinnig geiles Buch und ein super
super geiler Film. Ja, und ich glaube, das könnte eine Tasse sein oder irgendwie sowas. Tatsächlich. Wow! Cool! Geil! Ready Player One! Eine Tasse von Ready Player One. Ja, geil. Cool. Hammer. Untersätze und eine Tasse. Hammer. Cool. Und dann kommen wir zu das schmal, aber groß. Das Paket. Ich bin gespannt, was sich da drin befindet. Ob das Thema weiter. Ach, da Hammer. Da. Hey. Und Ready Player One. Ha. Als Neuzugang. Wahnsinnig. Cool. Hammer! Toll! Yay! Und da ist sogar noch was drin mit dabei. Schauen wir erstmal, was ist das doch ist. Geht das auf? Ein Adventskalender. Ein Adventskalender mit Geschichtenbüchlein. Ja, geil. Guckt euch das an. Das ist ja mal geil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ey. Und Bio. Hammer. 24 verschiedene Teesorten. Tee-Adventskalender mit Geschichtenbüchlein. Ja, geil. Ey, es ist eigentlich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ist irgendwie logisch, ne? Menschen, die gerne lesen, trinken auch gerne Tee. Ne? Ich bin ja auch ein echter Hardcore-Teetrinker. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe Dutzende an die unterschiedlichsten Teesorten bei mir zu Hause am Stadt. Und ich trinke immer wieder die unterschiedlichsten Tees. Gerade abends so zum Runterkommen trinke ich ganz, ganz, ganz gern einen Tee. Ja, und da fällt mir auf, zurzeit ist bei uns, heute ist glaube ich der erste Tag, die sogenannte Mooswiese. Das ist ein riesen geiles, tolles Volksfest bei mir um die Ecke, ein paar Kilometer weiter. Und da gibt es Verkaufsstände, so Buden, und da sind unter anderem auch bei diesen Verkaufsständen so Gewürze und Teestände dabei, und da muss ich ja auf jeden Fall die Woche noch hin, aber vielleicht schaffe ich es morgen am Sonntag, obwohl da immer ganz, 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 ganz viel los ist. Aber ich hoffe, ich schaff's die Woche da noch hin und kann eben Gewürze und Tee da einkaufen. Das jetzt mal als Story so neben dem Tee-Adventskalender. Hammer! Geil! Danke! Absolut fetten Dank
an dich, Dennis, für diese coolen Geschenke. Du hast dir echt Gedanken gemacht, ne? Das Buch, die Tasse und dann den Tee, den man da draus aus der Tasse trinken kann. Und Untersetzer für die Tasse. Also, das ist echt krass. Ja, echt Ehrenmann. Grüße gehen raus an dich, Dennis. Und fettes Dankeschön. Aber an euch alle da draußen, das muss echt nicht sein, dass er mir irgendwas schickt oder irgendwie so. Lass mal gut sein. Lass mal eine ganz liebe Ausnahme sein. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.